Jetzt schreibt mir ein Brief, Freund, dass es eine Sichtung... Gehen wir nicht auf den Sack. So, wie viel brauche ich dafür? So, Götter des Deltas. Wir brauchen mindestens... Ihr Hafen wird angegriffen. Zwei, aber auch nur, wenn wir 30.000 zusammen haben. Hör jetzt auf. Ich sag dir, mein Freund. Jetzt ist Schluss. Es reicht. Ja. Ich habe eine sehr kurze Zündschnur. Und irgendwann brennt die ab. Das ist nun mal so. Wenn man die anzündet. Und wenn die kurz ist, dann knallt's. Ja. Manche andere, die legen dann noch eine verlängere Schnur, bei mir nicht. Dann ist hier Ende Gelände. Ja. Dann fackeln wir die Bude hier ab. Wie lange muss ich noch? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, das ist schön, dass der jetzt da ist, aber wisst ihr, was das Tolle ist? Wir haben keinen Einfluss, um das Ding zu schützen und wir haben nichts, das hier irgendwie zurückschießen kann. Na, das wäre jetzt auch so eine Überlegung, wird das Ding vielleicht strategisch doch hier unten zu platzieren, irgendwo in der Nähe. Ich meine, auf die 2 Meter macht es ja kaum Unterschied. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das auf 2 Meter keinen Unterschied macht. Und warum kann ich das Ding nie so hinstellen, wie ich es gerade habe? So, jetzt überlege ich gerade, ob ich das vielleicht noch seitlich hingestellt kriege. Aber ich bin ja halt irgendwie heute... sehr aggressiv unterwegs. Ist aber nicht meine Schuld. So, da kann das Ding jetzt erstmal stehen bleiben. Da steht's gut. Warm und trocken. Wir sind bereit. Du bleibst hier stehen. Haben wir nicht noch Items gehabt? Das Luftschiff? Ja, zumindest eins. Gleich erstmal einpacken. No. So, wer sucht Streit? Okay, Schiff gleich unter noch Beschuss. Wenn ich da jetzt nicht hingehe. Befehle erhalten. Das ist wieder so ein böses Abteilungsprogramm. Jetzt lass ihn doch mal in Ruhe. Der transportiert hier 3 Gewürze. Das ist ja wohl nicht viel. Irgendwie sind nie alle zufrieden hier in den ganzen Fall. Der Druck im Kessel. 3 Minuten noch warten. Boah, ich meine, das Item muss erst fertig werden, aber davon ab. Ja. Nächstes hatte ich ganz vergessen, deswegen war es egal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel hätten da jetzt noch gefehlt? Keins mehr. Boah, ist das assi, das Game. Ist doch wahr. Neue Talente braucht das Land. Guck mal, den kriegen wir hier einfach so hinterhergeschmissen. Was suche ich eigentlich? Keine Ahnung. Meine ganzen Ersparnisse dahin. Du musst heute auch noch deine lustige Gefratze hier reinhalten, ne? Das ist doch wieder. War ja wieder klar. Ach, heute wieder das Kap der Hoffnung. Na, wunderbar. Kap der Hoffnung. Für, eigentlich müsste es umbenennen. Kap niemanden interessiert. Ja, alles gut. Hey, ich kann reparieren, wie nett. Als würde man ersticken. Ohne den... Das Ding wird repariert. Sehr schön. Wie weit sind wir hier? Was brauchen wir? Uns fehlt Helium, uns fehlt Maschinen, uns fehlt alles. Helium wird zurzeit nicht mehr produziert, weil wir nicht mehr genügend Lehm vor Ort haben. Das kommt jetzt ganz drauf an, wann ist der andere Pappenheimer eigentlich wieder da? Der ist... Wo ist er eigentlich? Ach ja, stimmt ja. Ich wollte ihn ja zurückschicken, aber ich muss ihn ja erstmal deswegen... Ich wollte hier noch irgendwas machen. Deswegen. Ich wollte noch irgendwas machen. Mir fehlt es noch nicht mal ein. Jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte ihn nach Hause schicken, aber... Ja, und jetzt habe ich den anderen wieder vergessen. Jetzt muss ich froh sein, wenn der noch nicht zerstört wird. Wo ist mein Luftschiff? So. Weil der soll hier nämlich noch ein bisschen was einsacken. Wenn er dazu kommt, versteht sich. Irgendein Item für Luftschiffe wird es ja wohl noch geben, oder nicht? Ja, ich bin immer so lustig. Ich will immer was haben, was es gar nicht gibt. Oh, da gibt es die Panzerplatten im Angebot. Ach ja, liebes Würfelspiel. Ah ja, das ist legendär, den nehmen wir. Zack, ist legendär, nehmen wir.
kriegen wir einen, der nicht legendär ist. Ansonsten, ich nehme auch den legendären nochmal mit. Überhaupt kein Problem. Daher, du weißt, für die Baumschule. Irgendwann kommen wir auch nochmal dazu. Und man wird das lustig mit den Baumschulen erstmal einsacken. Gut, dann fliegen wir jetzt mit dem ganzen Zeug, was wir hier haben, Motoren anwerfen, wieder zurück. Und ich werde heute hier meine Luftschiffe unterbringen. Das wird auch wohl, wird auch mal irgendwie machbar sein. Geben Sie uns einen Kurs. Verschwinde. Schiff unter Beschuss. Schön vor Ort stehen bleiben. Kommst ja eh nicht weg. Ich kann dir hier eine kleine Schutzzone einbauen. Ich glaube, das muss ich auch tun, sonst wird das hier nichts. Ich weiß noch nicht, wo ich hier Dinge hinstellen soll. Das ist irgendwie schlecht gerade. Eigentlich wären die da, glaube ich, am besten mit eingehalten. Aber das ist mein Öldings. Ich mag das Öl nicht abreißen. Mal Frage, kann ich das hier hinstellen? Natürlich nicht. Jedenfalls nicht, ohne dass das weggeholt wird. So, nee, damit ich hier so eine kleine Flugverbotszone einführen kann. Kostet mir natürlich 10 Einfluss, auf Befehle. Ich glaube, das ist hier durchaus angebracht, wenn wir das hier irgendwie so einrichten können. Wahnsinn, wie viel Zeit das frisst, ne? Über die Hälfte schon wieder um. Was haben wir erreicht? Eigentlich nicht viel. Außer, dass wir jetzt ein Götter des Deltas in Auftrag geben können heute noch. Ich habe gedacht, die sind schon an eins zum Arbeiten. Nein. Hast ja gerade noch alles ausgegeben, du Trottel. Ah, ich kann. Siehst. Ich kann. Sind hier diese komischen Items noch? Diese Dinger hier? Hier, die Piratenflagge und diese ganzen komischen Ringe, was wir da so haben, die geben mir ein bisschen Punkte. In Flensburg. Aber ansonsten. Ja, Ziegelwerk ist scheißegal. Interessiert keine Sau. Das Ding kann auch weg. Jetzt brauchen wir vielleicht noch. Nee, im Grunde genommen haben wir jetzt erstmal alles weggeworfen, was weggeht. Der Wissenschaft gespendet. 1000 mehr, also 1000 Punkte könnte das Ding echt schon bringen. Ich glaube, da sind wir alle der Meinung, dass das nichts ausgemacht hätte. Das ein bisschen. Höher stabil. So, du fährst gleich rüber. Ihre Insel wird angegriffen. Also jetzt schon wieder. Oh Gott, ey. Hey, er hat Luftschiffe gebaut. Lass mal seine Insel zerstören. Nein. Der Hafen wird angegriffen. Komm schon, och komm schon. Der Hafen wird angegriffen. Ich würde da gerne noch einen hinbauen. Ich würde auch hier gerne was irgendwie, aber das würde mir nichts bringen. Ich meine, ich könnte es hinstellen und es würde ein bisschen Puff-Puff machen und würde mich auslachen. Das wäre das Einzige, was passiert. Es würde mich auslachen. Trotzdem die Bomben abwerfen. Ja. Es ist halt hier, ne, ist halt kein Flugabwehrsystem, ne? Ihr Leider. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Schön, dass du da bist. Fahren wir hier rüber. Wir gucken nochmal, ob wir nochmal Ihre Majestät ist nicht zugegen. Nur für die Fall. Items holen können. Schiff unter Beschuss. Ja, lass ihn mal in Ruhe. Kommt er jetzt hier? Er kommt jetzt hier an. Wehe nicht. Ihr Hafen wird angegriffen. Ach komm schon. Ist doch jetzt gut, ne? So gut jetzt. Ganz ein Braver. Schnauze voll hier. So sieht's aus. Warte auf Befehle. So, ich brauche eigentlich noch die Dame und noch so ein drittes Item. Ich weiß noch nicht, was ich nehme. So, Luftschiffe haben wir nicht mal. Oh, verdammt. Gleich doppelt geklickt. Klar, warum nicht? Frachtverlangsamung, Schadensverlangsamung, das würde uns nicht viel bringen. Wir brauchen den anderen Kollegen. Da können wir jetzt ja nicht nein sagen. Präzision, ich weiß nicht, ob uns das viel bringt. Präzi, ist episch. 5% mehr Präzi. Haust du dann rein? Wartungskosten sind teurer. Ja, das weiß ich noch nicht, ob mir das viel bringt. Ich würfel jetzt mit dem weiter, weil wir hier die Turbine natürlich noch mitnehmen. Alles, was wir kriegen können, sacken wir erstmal ein. Wäre auch dumm, wenn wir es nicht tun. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Zack, komm mit. Dann haben wir von dir erstmal schon mal zwei. Ansonsten nehmen wir die Präzidrama. Genau den Schiff wollte ich haben. Beschuss. Angriffsgeschwindigkeit. Neutralen Auftrieb erreicht.
Den schaffst du nicht. Wir haben eine Flugroute. Flieg trotzdem nach Hause. Hier in die Safe Zone. Wir brauchen jetzt erstmal alle Schiffe, die wir irgendwie sammeln können. Bringt ja nichts, wenn wir da stehen und... Ungehorsam ist eine feine Sache. So. Kanonen noch mit einsacken. Kostet das Ding Stahlträger? Ich weiß es jetzt nicht. Wir bringen noch mal welche rüber. Warte auf Befehle. Ihr Schiff schön ist von der ist Überfahrt da zurückgekehrt. Wir brauchen im Prinzip noch einmal denselben. Ich bezweifle aber, dass ich den kriege. Wäre aber schön, dann hätte ich schon mal zwei voll bemannte. Deswegen, ich wollte unbedingt den haben mit Angriffsgeschwindigkeit, weil der halt gut ist. Der ist auch gut, aber den brauchen wir gerade nicht. Ja, die Prezi-Dame ist ja ganz nett. Hilft uns nur leider auch nicht weiter. Ihr Hafen wird angegriffen. Okay, jetzt haben wir zwei Luftschiffe, Bruder, die voll bemannt sind. So. Wo wollen wir denn hin? Jetzt stirb schneller. Er hat doch nichts bei. Na. Ach komm schon. Na, diese Suicider. Das ist unglaublich. Geben Sie uns einen Kurs. Wir bräuchten hier Reparatur. Die Menschen lassen sie hochleben. Ganz dringend. Bereit für den Einsatz. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Da ist er ja. Stimmt, hier war ja ein Reparateur. Reparierst du den nur noch? Ja. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Willst du nochmal hinfahren? Ja. Koordinaten eingezeichnet. Ich habe alles gebaut. Alles. Nur die Polizeistation nicht. Und schon werde ich so wieder verwöhnt, wie ich es am liebsten mag. Von hinten ganz zärtlich hinterm Ohr geknutscht. Halt. Das meine ich nicht so, wie ich sage. Oh Mann, ey. Aber dieses aber verwöhnte Orchester hier ist ja schlimm. Naja, erstmal den, dann den, dann den. Also eigentlich sind die ja hier super ausgerüstet, ne? Also, das Ding hat hier mehr Schaden pro Schuss, mehr Angriffsgeschwindigkeit, mehr Präzision, dann nochmal Präzision, mehr Reichweite, mehr Angriffsgeschwindigkeit, mehr Schaden. Also, die Dinger sind jetzt eigentlich richtig krass. Und da fahren wir jetzt mit zwei Luftschiffen hin. Also wenn das jetzt hier nicht reicht, ne? Wenn die zwei kranken Jungs hier das Ding jetzt hier nicht reißen, dann weiß ich auch nicht. Ich würde ja bei Gelegenheit hier dann auch nochmal Luftabwehr irgendwo stationieren. Die werde ich jetzt übrigens nochmal versetzen, um diesen Traum auch zu verwirklichen. Die passen da auch, das passt sogar perfekt dorthin. Ja, wir werden hier versuchen nochmal Luftverteidigung irgendwie aufzubauen. Ein bisschen. Ganz wenig. Also so tun, als ob. Ja, im Prinzip ähnlich wie beim Atlantikwall. Ja, man denkt immer, oder ein paar, es gibt wirklich noch ein paar Trottel, die denken, das Ding war durchgezogen. Ja, das lief unten von der spanischen Grenze bis hoch nach Norwegen. Nein. Teilweise stand da wirklich ein ausgehöhltes Loch und ein MG drin, das war's. Ja, also manche Stellen, da stand auch gar nichts. Ne? Da war einfach nur ein Schild hingestellt, hier kommt noch was. Und da Reihe ist es auch geblieben. Also es gab schon Stellen, die waren gut verteidigt, aber viele auch nicht. Ja, sind auch viele drauf reingefallen. Ich würde jetzt gerne, aber nein, ich will versuchen mit Tempo jetzt noch irgendwie eins fertig zu kriegen. Ich glaube, das wird nichts werden. Warte auf Befehle. Aber eins ist sicher, die Luftpost wird heute geliefert. Und jetzt das Letzte, was ich tue. Komm, doppelt hält besser. Komm, doppelt hält besser. Die Straßen sind wieder sicher.
Das ist ja schon mal schön. Bist du wieder? Als bist würde du da? Man ersticken. Ohne den Spaß des Erstickens. Wie immer erdulde ich es. Die Dinger darfst du gerne mitnehmen, die brauchen wir hier nicht. Den kannst Ihr du Schiff mitnehmen. Ist von den der Überfahrt zurückgekehrt. Eigentlich kannst du die ganzen Amazonas verwunschen Teile auch mitnehmen. Fahr erstmal rüber, sie wird in Ordnung. Den bauen wir wieder auf. Mal überhaupt gucken, ob ich jetzt hier nicht zu viel abgerissen habe, hier bei dem ganzen Verein. Das dachte ich mir nämlich. Hier ganz schön auf dicke Hose gemacht und dann ist kein Einfluss mehr da. Aber wir kriegen gleich neuen. Es ist bald soweit. Demnächst bei Ihnen, Kino, heißt es Einfluss. Wir kommen. Ich freue mich schon aufs nächste Luftschiff. Ja, komm. Weiter geht's. Hoffen und bangen. Vielleicht nochmal die drei selben rauszuholen. Nein, wir haben leider keine Zeit. Wir müssen gucken, was abgeht. Schade, hat Spaß gemacht. Ihr Hafen wird angegriffen. Siehst du, ich weiß. Das war auch heute irgendwie wieder klar. Eine riesige Flotte, die wieder angreift. Vielleicht haben sie sich auch nur verlaufen. Aber Fakt ist, ich muss da hin. Machen. Ja, du willst mich besiegen. So siehst du aus. Verschwinde. Wie bitte? Sag jetzt nicht, mein Schiff ist versenkt worden. Ein bitte. Schiff wurde zerstört. Wie? Von dem bisschen? Sobald wir erst so weit sind, wird es großartig. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Ich habe mich voll und ganz drauf verlassen, dass das hier funktioniert. Hier stehen drei Kanonentürme und die haben es tatsächlich hingekriegt, mich hier noch. Das ist doch wieder Wahnsinn. Ich weiß, ja, es steht nur ein Schiff da, aber das Schiff ist ja jetzt. Das ist ja nur kein. Wir sind ja noch nicht wie bei S, Kapitel 1. Das Ding geht doch nicht sofort unter. Da kommt der böse Clown und klaut mir das hier. Guck, das Ding hatte hier auch noch, ne, Reparatur und so weiter, Geschwindigkeit und ist alles mögliche. Reicht wieder nicht. Das ist ja wohl das Mindeste. Das Ganze hier stehen bleiben, müssen wir noch ein neues Schiff bauen. Toll. Läuft heute wieder. Es fehlen noch 5, es fehlen noch 3. Lass mich hier verkackeiern. Läuft das Ding nicht mehr? Hallo? Stören Sie sich nicht an den Damm. Verkaufen wir erst ab 20? Ab wann verkaufen wir denn, dass er hier nur bei 25 stehen bleibt? Ah ja, das macht Sinn. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Dass ich hier mal eins bauen kann. Neue Befehle! So, gleich wird er noch Salpeter darunter liefern. Aber wir werden es heute nicht mehr schaffen. Stahlträger und Co. kannst du hier nochmal herliefern. Schiff vom Stapel gelaufen. Wir sind bereit. Gleich jetzt mal rüberholen, bevor der auch gleich wieder abgeschossen wird. So, komm. Eile er sich. Koordinaten eingezeichnet. Nein, das ist das falsche Schiff. Geht's heute nochmal voran? Aber wir haben wieder Gegenwind. Oh Gott, ey. Wie lahmarschig der ist, wenn der Gegenwind hat. Mein Schuster noch mitnehmen. Rohrtürme. Ja, ja. Ja, 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 komm. Steuermann! So, schon noch die Shopping Queen ausgepackt. Oh Gott. Meinst du, wir haben nochmal Glück? Ah, Nummer 1 haben wir. Ist es auch egal, wer kommt, wir können die 5-mal einpacken. Es sei denn, die hauen mich jetzt mit Dings voll, dann wird das auch wieder nichts. Ach, schön.
Sack. Kannst du da wohl wieder hochstellen? Sehr schön. Sogar einmal die komplette Reihe bekommen. Super Sache. Nehmen wir die Panzerplatte mit. Das ist ja schön nochmal hoch. Ja, was freigeschalten? Achso, weil wir jetzt hier gleich die Meeresfrüchte haben. Jawohl. Zumindest das. Gut, er soll nämlich von hier aus gleich nochmal alles mitnehmen, was wir hier so an Salpeter kriegen. Sind unterwegs. Du lädst nur aus. Bleibst erstmal hier stehen. Du bleibst auch erstmal hier stehen. Du wirst gleich initialisiert und ausgerüstet, damit du hier noch ein bisschen Wachschutz, obwohl ihr könnt auch erstmal als Wachmann hier stehen bleiben. Motoren anwerfen! Wo ist mein Schiff? Kommt der heute noch? Danke. Ah, ich hab's heute eilig. So wie immer. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen nach Salpeter. Wenn ich es heute noch finde. Irgendwo. Oh, Salpeter ist knapp. Könnte ich noch was hier lassen, so sieht's aus. Ein bisschen Stahlbeton nehmen wir mit. Stahlträger, Kanonen. Fahr die Sache rüber. So, er ist durch, er ist dabei. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Neue Befehle? Das große Ziel. Es ist zum Greifen nahe. Würde so viel vereinfachen hier in den Beinen. Gut, der steht jetzt erstmal als Wache da. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn hier oben hinstelle oder unten. Ich lasse ihn unten bei meiner Hauptdings, aber da greifen sie meistens nicht an. Bald bleibt ihnen nichts mehr. Das hier ist nichts Ganzes und nichts Halbes. So, das sollte jetzt dazu führen, dass auch das hier wieder ausgeglichen wird. Warum der bei 97% steht, weiß ich auch nicht. Ich bin dabei. Wir haben doch eigentlich hier alles ausgestattet in Sachen Post. Also wenn das hier nicht funktioniert mit genügend Post, aber ja. Ich hätte da einen. Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Ja, ja, kein Problem. Wir würden verstehen, wenn Sie sich übernommen hätten. Läuft der jetzt hier auf der Straße rum oder was? Nee, da wo er sonst steht, steht er nicht. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Leider keine Zeit, es fliegt gerade meine ganze Wirtschaft in die Luft. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ah, da. Gut, okay, bei der Polizei. Jetzt wären wir heute nochmal fertig. Aber wenn ich jetzt hier nicht Diamanten und Edelsteine kriege, dann weiß ich nicht. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Ja. Danke, Finn. Nichts. Hätte man sich auch sparen können. Einzige, was es gekostet hat, ist Zeit. Oh Mann. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich Die Flammen wurden gelöscht. Bin einfach nicht motiviert genug zu sagen, dass das heute was wird. Mann, ey. Ich habe gedacht hier, 10 Minuten, Viertelstunde sind wir durch. Nein. Auf welche Themengebiete wollen wir uns heute stürzen? Wir können alles raufhauen, was wir irgendwie... Es fehlt Elektrizität. Willst du mich hier verarschen? Dir zu trauen wäre äußerst leicht. Also bis 50 Minuten haben wir noch Dingskapazitäten, oder wie? Ja, ich knall alles raus, was geht. Die Menschen lassen sie hochleben. Alles jetzt, was irgendwie sind gut gefüllt. Arbeiten kann. Irgendwie. Ja. Wie geht's euch eigentlich? Könnten wir das theoretisch schon veranlassen? Nur bedingt, aber... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wegen 5 Leute. Das ist so ein Witz, ehrlich. Wirklich so nur... Ohne Scheiße, 5 Leute. Das ist einfach...
Ja, ist ja richtig. Steht das Ding schon? Nein, steht's nicht. Brauchen wir hier noch? Ja, brauchen wir. Segel! Oh ja. Das Leben gibt mir heute nur Zitronen. Und die Zitronen sind mit Scheiße gefüllt. Und ich beiß auch noch rein und denke mir, das macht mir nichts. Kampf sich noch sie zaubern das. Ach so, ja, siehst du, jetzt fällt mir das ein. Ich finde, das haben sie heute dafür, dass ich heute mit dem Piraten nicht Admiral gekämpft habe. Also ich wundere mich noch, warum die ganzen Schiff Piratenschiffe nicht rumfahren. Ach ja. Ach, du hast mit den einen Frieden gemacht, dann machen wir den anderen einfach doppelt so stark. Wo ist das Problem? Ja, ist ja gut, Mann. Der fährt hier drei Gewürze hin und her. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Naja, ich muss ja den anderen noch auslernen. Ach ja. Ist die Welt heute wunderbar. Tschalala. Ab in die alte. Nee, warte. Nimm einfach noch irgendwas mit. Ja, es hilft nicht viel, aber nimm einfach irgendwas mit. Roland, es ist heute dein Tag auf der Bühne. Ja. Es ist deine Vorstellung. Hau alles raus. Es sitzt niemand im Publikum. Mach's einfach. Soll ich auch mitmachen? Die Menschen lassen sie hochleben. Das gehört alles mir. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Tja. Kann ich jetzt? Danke. Warum die zwei nicht? Ach ja, weil wir nicht genügend Dings haben. Es ist okay. Du alles, was uns bleibt, denn ein Mensch ist Mensch. Weil er keinen Bock mehr auf die Scheiße hat. Weil er traurig ist, weil er hier gleich nicht mehr lebt, wenn das hier so weitergeht. Überleg, ob ich dazwischen noch einen hinstelle. Der würde genau in die Mitte passen. Also ein bisschen größer machen würde. Flaggschiff steht zu Diensten. Okay, es ist jetzt hier nicht die Welt, was wir hier gemacht haben, aber hilft ja noch mal so ein bisschen, ne? So a little bit. Es mangelt an Arbeitskraft. Ist mir aufgefallen, du Experte. Mann. Ihr Hafen wird angegriffen. Der Sprecher des Spiels. Ja, das ist immer unglaublich. Geh unter. Danke. So. Ab in die alte Welt. Alles, was wir da haben. Zumindest haben wir Post geschafft. Das ist so heute das Einzige, was wir angeben können, wo man sagen kann, ja, Post, hurra. Yippie. Arbeiter sind Skippy. Die glanzlosen Drohnen. Ein Kometeneinschlag ist nichts dagegen. Ja, irgendwie reicht das nicht. Noch nicht, aber da arbeiten wir dran. Das könnte vielleicht nochmal vielleicht was werden. Ich werde eine ihrer Treuhänder sein. Das musste ja jetzt nochmal sein. Ich sagte ja, sobald ich genug Einfluss habe, baue ich hier überall diesen Scheißteil rein, dass er es nicht kaufen kann. Einfach nur, um sie zu nerven. Einfach nur, um am Finger zu zeigen. Einfach so. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja. Jeder mag das. Wenn einer vorbeikommt, den du nicht leiden kannst, der dich gerade irgendwie, ne, und dann so. Du sitzt halt am Auto, ja, und so, ey, guck mal. Und dann fährst du ihn einfach aus. Ja. Also nicht den aus der Hose, sondern den Mittelfinger. Einfach nur so und dann ganz locker dran vorbei. So ist das schön. Wie weit konnten wir das jetzt treiben? Also so oder so können wir hier nichts dran ändern. Wir kriegen normal 3800. Wenn ich hier noch ein bisschen auf die Tränendrüse drücke, könnten wir das noch überschreiten. Dann müsste ich jetzt aber die auch schon mit reinholen. Das will ich eigentlich schon fast gar nicht. Gut, aber dann sind wir im Plus und ja. Es wird nur nächstes Mal was werden. Ansonsten habe ich mir hier Mühe gegeben, alles rausgehauen, ich wurde verhauen und ich werde jetzt natürlich nochmal beschossen. Schiff, der Schiff in Bewegung.
bleib hier stehen. Der ist gerade angekommen. Gleich will er wegdüsen und Selbstmord begehen. Hey, ich flieg einfach weg. Lass mich rausziehen und dann dort verhauen. Ist das nicht schön? Kann du bist das so auch noch werden? Ja, machen wir auch noch fertig. Jetzt ist gut. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Naja, ich hab's mitbekommen. Super Sache, super Sache, super Sache. Warte mal, können wir dann... Will ich dann den danach machen? Naja, ich kann schon mal einen Auftrag geben, damit das hier ein bisschen besser läuft. Zack. Ansonsten, Götter des Seltals ist auf dem Weg. Wir hoffen auf das Beste und... Beim nächsten Mal kann es eigentlich nur... Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden.